Hallo ihr Lieben, wir sind heute in der Costume Base von Sissy. Das ist ein richtig cooler Ort, hier werden nämlich alle Kostüme gelagert und auch hergestellt. Total, das sind die so magische Hallen. Hier finden auch unsere ganzen, wir fanden unsere ganzen Kostümfittings statt. Und was da alles gemacht wird, zeigen wir euch jetzt mal. Ah ja, zum einen ist das total spannend, weil wenn man anfangs in die Kostümdepartments reingeht, gibt es hier so Moodboards zu den ganzen Charakteren. Das hier ist Emanuel Andraschi, man hat Napoleon den Dritten, man hat Otto von Bismarck. Und das sind so Arbeiten der KostümbildnerInnen, die einfach ein riesengroßes Moodboard erstellen. So, und dann hier eben sind die ganzen Kostüme aufgehängt. Ich gucke jetzt gerade, das hier ist ja meins, aus der ersten Staffel. Stimmt, ja, Sissy 1 steht da. Ja, genau. Die sind alle schon eingepackt, weil wir die ja nicht mehr tragen. Man hat verschiedene Costume-Fittings und die fangen schon weit vor den Dreharbeiten natürlich an. Das heißt, man kommt hier hin und was man dann anprobiert, sind so in meinem Fall, also für dich war es wahrscheinlich dieselbe Uniform, aber in meinem Fall sind das so grobe Entwürfe der Kleider, meistens ohne Verzierung und gar nichts. Und dann werden Fotos gemacht und hier an die Wand gehängt. Und alle von uns haben quasi so eine Wand. Genau, hier haben wir Desiree, Desiree Nossbusch. Und hier seht ihr übrigens Desirees Hund, der sie immer begleitet am Set und auch bei den Fittings und sich immer unter ihren Kleidern versteckt. Genau, also hier ist die Werkstatt. Das sieht man jetzt nicht so gut, weil das so vollgestellt ist, aber hier wird auch ganz viel an den Kostümen gearbeitet. Das ist der Workspace. Was der ich Workspace, total cool an diesem Raum finde, ist, wenn man eine Änderung vornehmen muss, wenn an der Uniform etwas noch nicht ganz passt, dann kommt die Näherin, nimmt sich das Oberteil und ist wirklich gefühlt nach 5 Minuten wieder da, hat alles geändert und das Ding sitzt. Und außerdem ist die Kaffeemaschine hier, ist immer sehr wichtig. Ah, so. Die Hallen sind, glaube ich, richtig spannend, weil ich glaube, hier sind die Fittings für die Komparsen und hier sieht man wirklich alles. Reihenweise weißer Hemden, Jacken. Das ist wahrscheinlich Ungarn. Genau, das sieht man hier auch, die sind so aufgeteilt. Also ich nehme an, hier kommen die wahrscheinlich rein, dann werden sie nach ihrer Größe gefragt und dann, was für eine Rolle sie spielen werden und dann wird hier irgendwie was zusammengestellt. Ich finde das schon irre hier, das ist schon sehr cool. Und ich frage mich auch immer, woher kommt das alles? Aus welchen Fundussen Fundi? Fundi? Fundusses? Fundisi? Ja, total abgefahren ist tatsächlich, dass man von dieser Arbeit nichts mitbekommt. Ja, wir beschäftigen uns mit unseren Büchern und wir beschäftigen uns mit unseren Kostümen, aber es werden halt hunderte, tausende von KomparsInnen eingekleidet. Und diese ganze Arbeit bekommen wir nicht mit. Nee. Was würdest du am liebsten anziehen, wenn du, also was, ich hätte gerne so ein Rebellenkostüm, wie es Emanuel hat. Das finde ich richtig cool. Kriegen wir hin. So, das hätte ich gerne. Schön. Jetzt bin ich in der Rolle. Hier sieht man noch ganz gut, ich glaube, das sind auch so, ja, das sind auch so Moodboards, aber nicht für einzelne Figuren, sondern halt eher für bestimmte Gruppen von Leuten. Hä, ist ja also zwei Hüte an? Nee, das ist ein Hut. Und eigentlich will ich dieses Kleid tragen, aber ich glaube, nee, es ist das so passt süß. Mir nicht. Aber nee. Das Abgefahrene ist, wie schwer ist das? Es ist ein Kinderkleid. Mein Gott. Aber das ist eh so krass, die Kinderklamotten, gerade für die Mädchen, so diese kleinen, das ist halt einfach so süß. Sweet. So, ich mach dir das mal zu. Ja. Also wir suchen jetzt hier noch ein paar neue Kostüme raus, für Sissy und Franz. Und euch wünschen wir später viel Spaß beim Schauen. Seid ihr bereit für eine kaiserliche Audienz? Sissy und Franz laden euch ein zur zweiten Staffel von Sissy. Jetzt streamen auf RTL+. Und mehr exklusive Einblicke in die Serie und hinter die Kulissen findet ihr hier auf dem RTL+-Kanal. Also lasst gerne ein Abo da.